Ja Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr vielleicht mitbekommen habt, hat es ordentlich geschneit und ich habe heute nicht sonderlich viele Jobs, weil die Schulen alle zu sind und fast alles abgesagt worden ist. Deswegen drehe ich eine kleine Runde, nehme euch so ein bisschen mit und wir quatschen heute über so ein paar Sachen, ein paar Dinge, die mich aktuell einfach beschäftigen. Und ja, nebenbei kriege ich meine Steps rein, die ich brauche und die ich weniger habe, weil ich nicht arbeite. Deswegen ja, nehme ich heute mit. Wir genießen zusammen den Spaziergang hier ein bisschen. Die Natur ist schon schön, also wirklich wie so ein kleines Winter-Wonderland. Gefällt mir wirklich gut. Und ja, ihr seid mit dabei. Ja, ich muss sagen, ich ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht die große Kamera mitgenommen habe, weil es ist wirklich schön und da hinten kommt so die Sonne immer so ein bisschen durch. Das ist wirklich richtig schön. Hätte ich mal die große Kamera mitgenommen, aber jetzt muss das Handy herhalten. Aber besser als gar nichts. Und ich denke immer, um so ein bisschen Content zu liefern und so aktuelle Updates zu bringen, ist das auch mal okay. Vor allem für so ein Video außerhalb der Reihe. Kennt ihr das, wenn ihr merkt, so boah, in Schnee mit Sportschuhen und nicht richtigen Winterkleidung, also hier eine Weste und einem Pulli, ist irgendwie nicht die richtige Ausrüstung. Dann merkt man so auf halber Strecke, dass das gar nicht so eine gute Idee war. Für viele ist ja der Winter so eine Phase, die man eher so überbrückt irgendwie, ne? Also man wartet so ein bisschen auf den Frühling und so. Und was ich dieses Jahr mir im Winter zur Aufgabe gemacht habe, ist, dass ich die Zeit im Winter richtig krass nutze. Wie ihr vielleicht auf dem Daily Dahlia Kanal mitbekommen habt, da passieren so einige Pläne für dieses Jahr. Das erste Ding ist Fitness und damit meine ich jetzt nicht einfach nur stumpf pumpen, sondern allgemein wieder richtig fit werden. Das heißt auch fürs Mountainbiken. Ich arbeite an meiner Ausdauer, ich arbeite an meiner Kraft, ich versuche mein Gewicht runterzukriegen und so weiter und so fort. Und das ist ein Ding, das kann man gut im Winter machen, auch wenn die Trails manchmal nicht so gut befahrbar sind und es einfach keine Bikeparks gibt, wo man fahren kann. Im Winter kann man trotzdem gut trainieren und an den Basics arbeiten und das mache ich aktuell sehr, sehr viel. Deswegen ist vielleicht auch ja, im Mountainbike-Bereich gerade ein bisschen weniger los. Ich fahre natürlich trotzdem, versuche ich jede Woche zu fahren, aber manchmal, so wie jetzt, weiß ich noch nicht, wie es am Wochenende ausgehen wird. Ich werde, denke ich mal, einfach so ein Snowride machen, aber da kann man halt auch an Basics arbeiten, ne? Wenn es im Schnee rutschig ist und man hat immer Gleichgewichtsprobleme, dann kann man da einfach auch an seinen Grundlagen arbeiten. Aber die Fitness ist nicht das Einzige, woran ich arbeite. Ja, des Weiteren arbeite ich extrem viel an meinem Mindset im Moment. Hinterfrage ganz viele Sachen, weil ich im letzten Jahr gemerkt habe, dass ich so ein paar Sachen versäumt habe oder nicht so gut gemacht habe, wie ich sie hätte machen können. Unter anderem auch hier auf YouTube. Denn ich glaube, dass ich so ein bisschen zwischendrin den Weg verloren habe, den ich eingeschlagen hatte und weswegen ich das Ganze irgendwie gemacht habe. Da habt ihr vielleicht schon so ein paar Dinge mitbekommen am Ende des Jahres in so ein paar Videos. Aber ich weiß jetzt, glaube ich, wo es wieder hingehen soll. Und das war auf jeden Fall auch eine wichtige Zeit, denn manchmal verliert man sich so im Prozess und im Machen und im Alltag. Ihr wisst ja, ich mache das Ganze nicht hauptberuflich wie manche anderen. Und da kann der Fokus natürlich nicht immer 100% auf YouTube liegen, weil man muss ja auch irgendwie das Geld reinkriegen. Und leider habe ich das Privileg nicht, genug Geld mit Social Media zu verdienen. Das reicht vielleicht gerade mal, um die Kosten so zu decken, die man hat mit Bikepark und so weiter. Was schon cool ist, aber wenn man das jetzt in Stundenlohn rechnen würde, was ich an Arbeit in Videos investiere, dann ist das auf jeden Fall weit unter Mindestlohn.
Aber warum lohnt es sich, so krass motiviert zu sein im Winter? Erstens, der Winter gehört einfach dazu. Und es bringt ja nichts, jetzt im Winter zu sagen, hey, ich kann jetzt nichts machen, weil es ist jetzt Winter. Und wenn ihr im Winter Gas gebt, habt ihr einen Vorteil allen anderen gegenüber, die einfach nur chillen, weniger machen. Ich bin auch all die Jahre im Winter Mountainbike durchgefahren und habe nicht bei Null angefangen am Anfang der Saison. Ich bin der Meinung, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man nicht bei Null anfängt und man nutzt die Zeit, auch wenn es nicht ja, optimal ist, nicht immer super cool ist, aber es gibt halt manchmal Zeiten, da funktionieren die Dinge nicht so gut, wie ihr es gerne hättet oder ihr könnt, habt auch gar nicht die Möglichkeit, das zu machen. Als Beispiel mit den Biken, ihr könnt nicht in den Bikepark fahren, aber ihr könnt trotzdem noch ganz viele Dinge tun und genauso ist es jeden Tag, also wenn ihr Dinge habt, die ihr jeden Tag tun könnt, so kleine Sachen, die bringen euch am Ende ziemlich weit nach vorne und wichtig ist, den Fokus halt nicht zu verlieren. Das heißt, macht euch klar, worauf fokussiert ihr euch, was sind eure Pläne im Moment, wo wollt ihr am Ende des Jahres stehen, wenn ihr eine Jahresreflexion gemacht habt. Ich mache das jedes Jahr, weil es mir wichtig ist, dass ich vorwärts komme. Für mich gibt es nichts Schlimmeres, als irgendwie Stillstand zu haben. Aber da ich so viele Sachen gleichzeitig mache, bin ich da ab und zu so ein bisschen zerstreut. Und dann tun mir hier so Walks jetzt in der Diät, um die Schritte reinzukriegen, einfach mega gut. Auch Schritte reinkriegen. Eine Kleinigkeit, die am Tag mir 1000 Kalorien mehr bringt, wenn ich mich einfach ausreichend bewege. Und das ist einfach eine Kleinigkeit, die man tun kann, die man nebenbei machen kann, ohne großen Aufwand, die aber auf Dauer einen großen Erfolg bringt. Und genau das könnt ihr im Winter auch tun. Also Leute, für euch drei wichtige Action Steps, um im Winter jetzt voll durchzustarten, dabei zu sein. Erster Schritt, macht euch bewusst, was sind eure Ziele, was habt ihr vor. Zweiter Schritt, jeden Tag kleine Dinge tun, die euch am Ende zum Erfolg führen. Drittens, macht es mit Herz und Leidenschaft. Mir hilft es, wenn ich einfach wirklich wie in so einem Film bin. Letztens war ich abends joggen und es hat geregnet, es war kalt, es war ekelhaft und ich habe mich gefühlt wie in so einem Actionfilm. Und so einen Film schiebe ich mir dann und dann ziehe ich die Dinge einfach durch. Ich habe jetzt seit zu Beginn der Winterferien habe ich angefangen mit der Diät und ich habe jetzt schon tatsächlich 5 Kilo abgenommen. Und parallel, meine Muskulatur kommt wieder zurück. Ich bin echt auf einem guten Weg wieder. Und das hätte ich alles nicht gehabt, hätte ich mir nicht vorher Gedanken gemacht, wo will ich eigentlich hin, was sind jetzt meine Ziele, was brauche ich dafür. Und für die Ziele, die ich habe, brauche ich als allererstes wieder richtige körperliche Fitness. Daran arbeite ich jeden Tag. Aber die körperliche Fitness ist ein Ziel, das kann man gut nebenbei machen. Deswegen gibt es noch viele andere Sachen parallel, aber diese drei Basic-Tipps, die ich euch jetzt gegeben habe, vielleicht helfen die dem einen oder anderen, jetzt im Winter durchzuziehen. Verschwendet nicht die Zeit, die ihr habt. Das ist genauso Lebenszeit wie alles andere. Genauso wie damals während dem Lockdown. Da gab es Leute, die haben nichts gemacht, Leute, die haben Gas gegeben und haben am Ende etwas gewonnen daraus. Und für mich ist der Winter genauso eine Challenge jetzt. Natürlich viel weniger schlimm, aber ihr versteht schon, was ich meine. Ich hoffe, der kleine Einblick in meine aktuelle Situation hat euch gefallen und ihr konntet vielleicht das eine oder andere für euch mitnehmen. Wenn ja, würde ich mich sehr über ein Abo und einen Daumen freuen, denn das bringt den Kanal weiter nach vorne, motiviert mich weiter hier auch Gas zu geben. Bis zum nächsten Mal, Leute, macht's gut. Ciao, ciao.